Hallo, willkommen, willkommen bei der Lektion des Tages. Wir machen hier ein Video dieser Sequenz von 10 Lektionen, der Lektionen 231 bis 240 unter der zentralen Idee und Frage, was ist Erlösung? Und natürlich ist dieser ganze Kurs in Wundern, den wir hier uns zunutze machen, voll mit den Begriffen über die Erlösung, und Erlösung ist Vergebung. Über 600 Mal wirst du den Begriff Erlösung finden. Ich habe hier einen herausgefunden, der mir ganz, ganz besonders zusagt, nämlich die Einfachheit, wie es in der Lektion 152 zum Ausdruck kommt, dass Erlösung ganz einfach die Erkenntnis ist, dass die Wahrheit wahr ist und dass nichts anderes wahr ist. Die Wahrheit ist wahr, nichts anderes ist wahr. Das ist bereits in der Einleitung dieses Kurses. Das ist wirklich, was Erlösung ist. Ja, und natürlich kommen wir nicht darüber hinweg, hier diese 5 Paragraphen zu teilen, was hier Jesus uns als Antwort gibt, als Einleitung und Anleitung zum Üben dieser nächsten Lektionen 231 bis 240. Und natürlich ganz besonders die letzte Serie der Lektionen 181 bis 200 und auch schon vorher 151 bis 170 war eigentlich vollgepfropft mit dem Begriff der Erlösung, uns zu zeigen, dass wirklich jede unserer Aktionen, die die Transformation unseres Geistes haben will, der Erlösung dient und die Erlösung erklärt und der Welt gibt. Nun, um hier einzusteigen, weil es sind ganz großartige Erkenntnisse zusammengefasst, sagt er uns hier, dass die Erlösung ein von Gott gegebenes Versprechen ist. Ein Versprechen, dass du deinen Weg schließlich zu ihm finden wirst. Das heißt, du kannst nicht scheitern, du kannst nicht fehlschlagen, du kannst zwar glauben, ich habe einen falschen Weg eingeschlagen, du wirst trotzdem zu Gott, alle Wege führen nach Rom, wäre die Idee, nicht wahr? Du wirst zu Gott nach Hause zurückkehren. Und es kann nur eingehalten werden, dieses Versprechen. So, wir können das auch in doppelten Negativ ausdrücken. Es kann nicht als eingehalten werden, nicht wahr? Es kann nicht außer eingehalten werden. Und sie birgt dafür, dass die Zeit ein Ende haben wird. Die Erlösung birgt, dass Zeit ein Ende haben wird, weil es die Wahrheit ist, dass die Zeit bereits in ihrer gesamten Vorstellung vorüber und vorbei ist und alle Gedanken, die in der Zeit geboren wurden, gleichfalls enden werden. Und Gottes Wort, großgeschrieben, der Gedanke Gottes selbst, nicht wahr? Deine Erfahrung sich ausdehnen, ist jedem Geist gegeben, der denkt, er habe separate Gedanken und wird diese Gedanken des Konflikts durch den Gedanken des Friedens ersetzen. Und das ist auch, was passiert in diesem Üben. Und der Gedanke des Friedens wurde Gottes Sohn in jenem Augenblick gegeben, als sein Geist an Krieg gedacht hat, als sein Geist an die Trennung gedacht hat, als sein Geist, als dein Geist, mein Geist gedacht hat, dass wir existieren würden in Raumzeit, in einem Körper, getrennt von dem, was erschaffender Gedanke ist. Und jetzt kehren wir natürlich zurück und erinnern uns wieder, was die Wahrheit davon ist. Und es ist ein Moment der Stille, nicht wahr? Es ist ein Moment des Friedens. Ja. Davor war ein solcher Gedanke nicht vonnöten, denn Frieden war gegeben ohne Gegenteil und war einfach. Doch wenn der Geist gespalten ist, dann ist Heilung nötig. Und so wurde der Gedanke, jetzt all diese Gedanken sind groß geschrieben, der Gedanke, der die Macht hat, die Spaltung zu heilen, ein Teil eines jeden Fragments des Geistes, der noch immer eins war, jedoch sein Einssein nun nicht wahrnahm. Aber du bist trotzdem der Gedanke Gottes geblieben. Du konntest es nicht wirklich machen, dass der Schöpfungsgedanke selbst etwas anderes werden hätte können in Wirklichkeit. Das waren alles nur Halluzinationen, nicht wahr?
Nun erkannte er sich selbst nicht und dachte, dass seine eigene Identität verloren wäre. Er dachte, dass er, der Sohn Gottes, nicht wahr, getrennt von seinem Vater wäre, dass er in einem Körper existieren würde, in Raumzeit existieren würde und so weiter. Erlösung ist Aufheben, aber wie du siehst, das ist eigentlich so ein wissenschaftlicher Zugang auch, nicht wahr? Okay, Erlösung ist Aufheben, auch ein wunderbarer Schlagsatz. Das, was wir die ersten 220 Lektionen gemacht haben, waren Erlösungsaktionen. Aufheben in dem Sinne, dass sie nichts tut, die Erlösung tut nichts, erinnerst du dich? Vergebung tut in Wirklichkeit nichts, das Wunder tut in Wirklichkeit nichts und die Welt der Träume und der Bosheit nicht unterstützt. Du tust nichts im Sinne von die Illusion wahrzuhalten oder wirklich zu halten. Und das ist alles. Und darin verschwindet sie ganz einfach. Und auf diese Weise lässt sie Illusionen los, indem sie sie nicht unterstützt. Hier hast du es. Lässt sie sie einfach still zu Staub zerfallen. Danke. Und das, was sie versteckten, wird jetzt offenbar ein Altar für den heiligen Namen Gottes, auf dem sein Wort geschrieben steht, vor dem die Gaben deiner Vergebung hingelegt sind, mit der Erinnerung an Gott nicht weit dahinter. Und wir wollen täglich zu diesem heiligen Ort kommen. Es ist ein heiliger Ort, den wir aufsuchen, weil es ein Ort des Friedens in unserem Geist ist. Ein Ort des Friedens, an dem wir zusammenstehen, in dem wir als Freund und Bruder, als Christus zusammenstehen. Oder auch ein Ort, wo du das Licht sehen wirst. So könnte man es genauso sagen. Und eine Weile gemeinsam hier verbringen. Hier teilen wir unseren letzten Traum. Und es ist der letzte Traum der Vergebung. Es ist der letzte Traum des vollen Annehmens der Sühne für uns selbst, des Nachhause-Zurückkehrens. Es ist ein Traum, in dem kein Kummer ist, denn er birgt einen Hinweis auf die ganze Herrlichkeit, die uns von Gott gegeben wurde. Und hier kommt diese poetische Ausdrucksweise. Das Gras drängt durch die Erde, die Bäume schlagen aus, die Bäume knospen. Und die Vögel sind gekommen, um in ihren Ästen nun zu leben. Die Erde wird wiedergeboren. Siehst du, es ist eine Wiedergeburt in einer neuen Perspektive. Die Nacht ist vergangen und wir sind im Licht zusammengekommen. Die Nacht, die Dunkelheit ist vergangen und wir sind im Licht des Himmels zusammengekommen und darin verschwunden. Und von hier aus geben wir der Welt Erlösung, denn eben hier ist sie empfangen worden. Das Lied unseres Frohlockens ist der Ruf in alle Welt, dass die Freiheit zurückgekehrt, die Zeit beinahe vorüber ist, um ist. In Wirklichkeit ist alle Zeit bereits vorüber. Und Gottes Sohn nur einen Augenblick noch warten muss, bis er an seinen Vater sich erinnert. Träume zu Ende sind, die Ewigkeit die Welt hinweg geleuchtet hat und jetzt nichts als der Himmel existiert. Und diese Erinnerung haben wir bereits jetzt in unserem Geist. Es ist bereits eine gegenwärtige Erinnerung, die einzige gegenwärtige Erinnerung, die wir wirklich haben können, als Schöpfung Gottes, als sein Sohn. So, das sind die Worte von Jesus Christus in seiner Antwort auf die Frage, was ist die Erlösung? Und wir wollen jetzt wieder einsteigen in diese Episoden der Lektionen 231 bis 240 und hier bestmöglichst das zusammenfassen, wie sie hier zum Ausdruck kommen, weil es sind wirklich Gebets- und Meditationslektionen. Sie bedürfen nicht so viele Worte, nicht wahr? Lektion 231. Vater, ich will mich nur an dich erinnern. Vater, ich will mich nur an dich erinnern. Wonach könnte ich suchen, Vater, als nach deiner Liebe? Vielleicht denke ich, dass ich nach etwas anderem suche, nach einem Etwas, dem ich viele Namen gab. Doch ist deine Liebe das Einzige, was ich suche und jemals suchte. Denn es gibt sonst nichts, was ich je wirklich finden wollen könnte. Gib, dass ich mich an dich erinnere. Vater, gib, hilf mir, dass ich mich an dich erinnere. Wonach sonst könnte ich verlangen, als nach der Wahrheit über mich selbst. Und dies, mein Bruder, ist dein Wille, und du teilst diesen Willen mit mir und auch mit dem einen, der unser Vater ist. Dich an ihn zu erinnern, ist der Himmel. Dies suchen wir. Siehst du, diese Erinnerung ist der Himmel. Und nur dies wird uns gegeben sein, zu finden.
Danke. Lektion 232. Sei in meinem Geist mein Vater den ganzen Tag hindurch. Sei in meinem Geist mein Vater den ganzen Tag hindurch. Sei in meinem Geist mein Vater, wenn ich erwache und leuchte den ganzen Tag hindurch auf mich. Lass jede Minute eine Zeit sein, in der ich bei dir wohne. Und lass mich nicht vergessen, stündlich Dank zu sagen, dass du bei mir geblieben bist und immer da sein wirst. Um meinen Ruf nach dir zu hören und Antwort mir zu geben. Wenn der Abend kommt, lass all meine Gedanken immer noch dir und deiner Liebe gelten. Und lass mich schlafen, meiner Sicherheit gewiss, deiner Fürsorge sicher und glücklich dessen bewusst, dass ich dein Sohn bin. So sollte jeder Tag sein, übe heute das Ende der Angst. Hab Vertrauen in ihn, der dein Vater ist. Hab Vertrauen in deinen Vater, in ihn, der dein Vater ist. Vertraue ihm alle Dinge an, lass in dir alle Dinge offenbaren und sei du unverzagt, denn du bist sein Sohn. Sei in meinem Geist, mein Vater, den ganzen Tag hindurch. Lektion 233, eine Lektion über Gottes Abhängigkeit. Ich gebe heute Gott mein Leben, damit er es lenke. Ich gebe heute Gott mein Leben, damit er es lenke. Vater, all meine Gedanken gebe ich heute dir. Ich möchte keine eigenen haben. An ihrer Statt gib du mir deine eigenen. Ich gebe dir ebenso all meine Taten, auf dass ich deinen Willen tun möge. Statt nach Zielen zu suchen, die nicht zu erlangen sind und Zeit mit nichtigen Einbildungen zu verschwenden. Heute komme ich zu dir, Vater. Ich will zurücktreten und dir einfach folgen. Sei du der Führer und ich der, der geführt wird und weder die Weisheit des Unendlichen in Frage stellt, noch die Liebe, deren Zärtlichkeit ich nicht verstehen kann und die dennoch deine vollkommene Gabe an mich ist. Heute haben wir einen Führer, nicht wahr? Wir wollen ihm diesen Tag geben. Dies ist sein Tag. Und so ist denn ein Tag zahlloser Gaben und Barmherzigkeit für uns. Ich gebe heute Gott mein Leben, damit er es lenke. Lektion 234. Vater, heute bin ich wieder dein Sohn. Vater, heute bin ich wieder dein Sohn. Heute wollen wir uns freuen auf die Zeit, wenn die Träume von Sünde und von Schuld vergangen sind und wir den heiligen Frieden wieder erreicht haben, den wir nie verließen. Nur ein winzig kleiner Augenblick ist zwischen Ewigkeit und Zeitlosigkeit verstrichen. So kurz ist diese Zeitspanne, dass es keine Unterbrechung in der Kontinuität gab und auch keinen Bruch in den Gedanken, die auf ewig als eins geeint sind. Nichts ist jemals geschehen. Nichts ist jemals geschehen. Macht dich das wirklich glücklich? Ja, nichts ist jemals geschehen, den Frieden Gottes, des Vaters und des Sohnes zu stören. Dies akzeptieren wir heute als gänzlich wahr. Und so beten wir. Wir danken dir, Vater, dass wir die Erinnerung an dich und an deine Liebe nicht verlieren können. Wir begreifen unsere Sicherheit und sagen Dank für all die Gaben, die du uns verliehen hast. Für all die liebevolle Hilfe, die wir empfangen haben, für deine ewig währende Geduld und für das Wort, das du uns gegeben hast, dass wir erlöst sind. Vater, heute bin ich wieder dein Sohn. Lektion 235. Gott in seiner Barmherzigkeit will, dass ich erlöst sei. Gott in seiner Barmherzigkeit will, dass ich erlöst sei. Ich brauche nur auf alle Dinge, die mich zu verletzen scheinen, zu schauen und mir mit vollkommener Gewissheit zu versichern, Gott will, dass ich davon erlöst bin, um sie einfach verschwinden zu sehen. Ich brauche nur daran zu denken, dass meines Vaters Wille für mich nur Glück ist. Erinnerst du dich an die Lektion? Der Wille Gottes für mich ist vollkommenes Glück, um festzustellen, dass einzig Glück zu mir gekommen ist. Auch brauche ich mich nur daran zu erinnern, dass seine Liebe, dass Gottes Liebe, seinen Sohn umgibt und seine Sündenlosigkeit für immer in Vollkommenheit bewahrt, um gewiss zu sein, dass ich erlöst und ewig sicher in seinen Armen bin. Ich bin der Sohn, den er liebt, und ich bin erlöst, weil Gott in seiner Barmherzigkeit es so will. Vater, deine Heiligkeit ist die meine. Deine Liebe hat mich erschaffen und hat meine Sündenlosigkeit für immer zu einem Teil von dir gemacht. Ich habe weder Schuld noch Sünde in mir, denn keine ist in dir. Lektion 236. Ich herrsche über meinen Geist, über den allein ich herrschen muss, über den allein ich herrschen muss.
Ich habe ein Königreich, über das ich herrschen muss. Zu Zeiten sieht es nicht so aus, als sei ich überhaupt sein König. Es scheint zu triumphieren über mich und mir zu sagen, was ich denken und was ich tun und fühlen soll. Und dennoch ist es mir gegeben worden, um dem Sinn und Zweck zu dienen, den ich auch immer in ihm wahrnehme. Mein Geist kann nur dienen, sagt das, mein Geist kann nur dienen. Heute gebe ich seine Dienste dem Heiligen Geist, damit er ihn so verwende, wie er es für richtig hält. So lenke ich meinen Geist, über welchen ich alleine herrschen kann. Und also lasse ich ihn frei, damit er Gottes Wille tue. Vater, mein Geist ist für deine Gedanken offen und für jeden Gedanken verschlossen, der nicht der deine ist. Ich herrsche über meinen Geist und biete ihn dir an. Nimm meine Gabe an, denn sie ist die deinige an mich. Ich herrsche über meinen Geist, über den allein ich herrschen muss. Lektion 237. Jetzt möchte ich sein, wie Gott mich schuf. Jetzt möchte ich sein, wie Gott mich schuf. Heute will ich die Wahrheit über mich akzeptieren. Ich will mich in Herrlichkeit erheben und das Licht in mir den ganzen Tag hindurch auf die Welt leuchten lassen. Ich bringe der Welt die Kunde der Erlösung, die ich höre, während Gott, mein Vater, zu mir spricht. Also wir hören, horchen und wir geben und dehnen aus dieses Licht unseres Geistes. Tja, danke. Christus ist heute meine Augen und er ist die Ohren, die heute Gottes Stimme lauschen. Vater, ich komme zu dir durch ihn, der dein Sohn ist und auch mein wahres Selbst. Amen. Jetzt möchte ich sein, wie Gott mich schuf. Lektion 238. Auf meiner Entscheidung ruht alle Erlösung. Auf meiner Entscheidung ruht alle Erlösung. Vater, dein Vertrauen in mich ist so groß gewesen, dass ich würdig sein muss. Du hast mich erschaffen und kennst mich, wie ich bin. Und dennoch hast du die Erlösung deines Sohnes in meine Hände gelegt und sie auf meiner Entscheidung ruhen lassen. Ich muss von dir für wahr geliebt sein. Ich muss auch standhaft sein in Heiligkeit, dass du mir deinen Sohn gibst, in der Gewissheit, dass er sicher ist, der noch immer Teil von dir ist und dennoch mein, weil er mein Selbst ist. Und so halten wir heute wieder inne, um zu bedenken, wie sehr uns unser Vater liebt. Danke. Lektion 239. Die Herrlichkeit meines Vaters ist meine eigene. Die Herrlichkeit meines Vaters ist meine eigene. Lass uns dankbar für die Gaben sein, die uns unser Vater gab. Wir danken dir, Vater, für das Licht, das ewig in uns leuchtet. Und wir ehren es, weil du es mit uns teilst. Tja. Es wird mit uns, durch ihn, von ihm, gegeben und geteilt. Wir sind eins, in diesem Licht vereint und eins mit dir, in Frieden mit der ganzen Schöpfung und mit uns selbst. Amen. Die Herrlichkeit meines Vaters ist meine eigene. Und Lektion 240. Angst ist in keiner Form gerechtfertigt. Angst ist in keiner Form gerechtfertigt. Angst ist Täuschung. Und sie bezeugt, dass du dich so gesehen hast, wie du nie sein könntest und auf eine Welt schaust, die unmöglich ist. Nicht ein Ding in dieser Welt ist wahr. Gute Nachricht, nicht wahr? Die Form spielt keine Rolle, in welcher es erscheinen mag. Es legt nur Zeugnis ab für deine eigenen Illusionen über dich. Wir wollen heute uns nicht täuschen. Wir sind die Söhne Gottes. Keine Angst ist in uns, denn wir sind jeder ein Teil der Liebe selbst. Lass uns beten. Wie töricht sind doch unsere Ängste. Würdest du gestatten, dass dein Sohn leidet? Gib uns heute den Glauben, um deinen Sohn wiederzuerkennen und ihn freizugeben. Lass uns ihm vergeben in deinem Namen, Vater, damit wir seine Heiligkeit verstehen mögen und die Liebe zu ihm fühlen, wie auch deine eigene ist. Das ist wirklich, wie praktisch wir diesen Kurs miteinander teilen und für uns leben sollen. Angst ist in keiner Form gerechtfertigt. Nun, das war die Sequenz der Lektionen 231 bis 240 unter der essentiellen Frage, was ist die Erlösung? Danke dir für dein dich verbinden, dein Licht, deine Ausdehnung, dein Kontakt mit Gott, dein Gebet, deine Momente der Stille und des Friedens mit ihm und in ihm. Ich liebe dich aus ganzem Herzen, hab einen ganz, ganz wunderbaren Tag. Tschüss, bye bye.
Thank you.